Im Subzentrum von Pasing entstehen in der Gräfstraße 125 17 hochwertige, großzügig geschnittene und frei finanzierte 1 bis 5 Zimmerwohnungen. Das Neubauvorhaben liegt in einer ruhigen Nebenstraße und in unmittelbarer Nähe zum Pasinger Stadtpark, was den Reiz des Bauvorhabens noch erhöht. Auch in der stark befahrenen Kreilerstraße in München baut die Heimag neue Wohnungen. Dabei spielt der Lärmschutz eine besonders wichtige Rolle. Geplant ist eine 12 Meter hohe und jeweils an den Baukörper anschließende Lärmschutzwand, die so ein ruhiges Wohnen auch für die dahinterliegenden Bestandswohnungen ermöglicht. Rund 28.000 Fahrzeuge befahren täglich die Kreilerstraße. Dennoch schafft die Heimag hier im Berg am Laim ein Stück Lebensqualität. So wird das Neubauprojekt mit den 12 Meter hohen Lärmschutzwänden aussehen, wenn es fertig ist. Im Zuge einer Nachverdichtung realisiert die städtische Wohnungsbaugesellschaft hier dringend benötigten, bezahlbaren Wohnraum. Insgesamt entstehen hier 27 Ein- bis Vierzimmerwohnungen mit einer geplanten Wohnfläche von 41 bis 89 Quadratmetern. 17 Wohnungen werden nach der sogenannten einkommensorientierten Förderung und 10 nach den Kriterien von Wohnen im Viertel inklusive einer Pflegewohnung vergeben. Ältere pflegebedürftige Menschen können somit in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Die fachkundige Betreuung und Versorgung erfolgt in Verbindung mit dem Wohnforum und steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern der gesamten Wohnanlage rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem baut die Heimag noch 3 Gewerbeeinheiten. Tiefgaragenstellplätze sind nebenan bereits vorhanden und die U2 ist direkt vor der Haustür. Es ist noch die Tramlinie direkt vor der Haustür, also die Innenstadt sehr gut und schnell zu erreichen. Es gibt alle Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe. Arztpraxen, Ärzte, alles vorhanden. Man ist relativ schnell auf der Autobahn. Man hat eine parkähnliche Anlage, die auch quasi den Freizeitwert dieser Wohnanlage natürlich erhöhen. Das Sahnehäubchen aber wird ein Wohncafé sein. Ein Treffpunkt für alle Altersklassen, um Kontakte zu knüpfen und vieles mehr. Auch im Münchner Westen ist die Heimag aktiv. Hier wird die Baulücke zwischen dem Heimaganwesen Gräfstraße 123, das bereits 1959 errichtet wurde, und dem Nachbaranwesen geschlossen und mit einem Ensemble eine völlig neue Wohnsituation geschaffen. An der Gräfstraße 125 entstehen 17 hochwertige, frei finanzierte 1- bis 5-Zimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von 40 bis 130 Quadratmetern. Das Neubauprojekt wurde nach dem Standard des KfW Effizienzhauses 70 geplant. Hierdurch werden die Nebenkosten für Heizung und Warmwasser deutlich minimiert. Die Parkplatzsituation wird durch den Bau einer Tiefgarage mit 25 Stellplätzen geregelt, wovon auch die Mieterinnen und Mieter des Anwesens Gräfstraße 123 profitieren, da ihnen 8 Stellplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die große 5-Zimmer-Wohnung wird sogar einen kleinen Gartenanteil haben. Die Dachterrassenwohnungen haben ca. 20 Quadratmeter an Dachterrasse, was ja sehr, sehr schön ist. Und die anderen natürlich alles Balkone. Die Wohnungen sind ja wirklich gut ausgestattet. Parkettboden, Fußbodenheizung, Kabelanschluss, barrierefrei, was ja ganz wichtig ist. Und Sie können jede Wohnung mit dem Lift wunderbar erreichen. Im näheren Umgriff gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Pasing-Arkaden. Abgerundet wird das Bauvorhaben durch seinen hohen Freizeitwert. Der Pasinger Stadtpark liegt praktisch vor der Haustüre und bietet vielfältige Erholungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Joggen, Radeln, Walken entlang der malerischen Würm. Die verkehrliche Anbindung ist mit Bus, Tram und S-Bahn optimal gelöst und die A8 ist ebenfalls nicht weit. Die Fertigstellung soll im März 2015 erfolgen.